Ich glaub's nicht. Mama hat mir eben innerhalb von 2 Minuten hat sie hier mal ein Peeling gemacht. Mhm. Okay, das ist ein bisschen dick geworden, Mama. Hallo? Ja, 74. Du kannst aber auch größere kaufen. Besser eine paar, dass du eine Bede nimm. Hadi, bis gleich, tschüss. Ich hab Rufen, Tante Evo. Was hast du? Ich hab Rufen, Tante Evo Rufen. Was ist Rufen? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Hier wird nicht Fernsehen geguckt, Hamza. Nee, ich bin der volle Fernsehgegner. Genau. Also mit 5 Monaten noch mal ganz bestimmt nicht. Ja, du auch nicht gucken. Ja. Ich bin der Meinung, das fördert absolut gar nichts. Und meine Schwiegermutter sagt immer, stell dich mal nicht so an, da wird schon nichts passieren mit Fernsehen. Ja, magst du vielleicht auch recht haben, aber ich bin auch keine Helikoptermutter oder so, aber es fördert einfach nichts. Es fördert nichts, es bringt auch nichts. Zu dem Zeitpunkt merkt man das einfach nicht, aber später hat es bestimmt irgendwelche Störungen, Entwicklungsstörungen bzw. Konzentrationsschwäche in der Schule. Das ist jetzt auch gerade kein geeignetes Programm hier, Shopping Queen, ne? Ja, das ist angeblich ist das jetzt hier mein Kleiderschrank, ne? Wie kann man nur so viel Klamotten haben? Ich verstehe das nicht. Das sind nicht meine Sachen, by the way. Ist auch hier böse, ne? Mit Oma, weil sie alles voll gestopft hat. Ich wollte mal eben meinen Koffer ausleeren, weil ich habe keine Lust, aus dem Koffer zu leben. Für 2, 3 Wochen. Arbeitsklamotten. Weg. Beim Zahnarzt arbeite ich ja nicht mehr. Jetzt ist hier wenigstens was leer geworden. Das sind jetzt Hamdos Klamotten. Ich weiß, ich habe sie noch nicht geordnet. Aber die haben mir hier Mama mitgebracht. Hier alles von Aldi und Lidl. Voll die tollen Sachen. Wenn ihr jetzt wieder denkt, ich habe Eheprobleme, nein. Habe ich nicht. Könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass ihr das denkt? Nein, habe ich nicht, weil ich mir noch kein Rückflugticket gekauft habe. Jetzt muss ich mir hier die scheiß Sticker hier noch abmachen vom Koffer. Okay, dann würde ich sagen, lege ich jetzt nochmal schnell meinen Koffer aus. Ja gut, so viel habe ich ja jetzt nicht mit, ne? Auch alles Hamsas Sachen hier. Man nimmt immer viel zu viel mit und dann am Endeffekt zieht man es dann doch nicht an. Kenny. Wir wollen jetzt Dimsum oder Dimsum oder wie auch immer. Machst du das Ei durch? Essen gehen? Große Schwester. Ja. Abla, abla. Da gehen wir jetzt essen. Wir lieben Dimsum. China Restaurant. Wie hieß das hier nochmal? Maimun in Hamburg, das ist das Beste. Es geht jetzt ein bisschen bergab hier. Kannst du einmal bitte loslassen, Eingang? Aschke! Nee, 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 bitte. Ja, das passt. Tante Sinja. Tante Sinja, Folia. Willst du ihn nicht mal abmachen? Nein, du sollst es schieben. Ja. Ich dachte, du machst die Schale ab. Die hatte aber gar nichts gedacht. Ja, erzähl das auch geil, ey. Kommt sie auf den Samstagabend hier rein, hat noch nicht mehr reserviert. Das weiß sie eigentlich. Letztes Mal hatte sie das gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass sie es gemacht hat. Hat sie aber nicht. Wer Dimsum noch nicht kennt, das sind so gedämpfte Teigtaschen und Reistaschen und so verschiedene Sachen. Und we love it very much. Seda notiert jetzt mal, welche wir alle nehmen. Und dann kommen die hier alle. Aber das zeigen wir euch gleich nochmal. Fulisch. Hallo, it's me. Was ich letztes Mal hatte. YouTube. Ich bin auf YouTube. Bin ich auf YouTube? Ja, aber dein Gesicht wird man nicht sehen. Oh. Mach da eine Katze hin. Nee. Oh. Ist schon eine Katze, Alter. Ja, miau, miau. Hallo, miau. Okay, das ist total Element. Ja, wir haben richtig Hunger. Wir haben extra wenig gegessen heute, damit wir gleich reinhauen können. Unser Special, was ist das nochmal? Seht ihr? Gedämpfte Reismehlbällchen in Erdnuss. Nusscreme. Und irgendwelche Gänsefüßchen oder so. Nee, das war. Oh, doch, die waren auch lecker. Hintentisch. Ah, lecker. Wie ja. Schon gesagt. Ja.
Tofu in Sojasauce. Ne? Mega. Ohne Tintenfisch. Ah, wir haben jetzt hier, was war das? Rettich? Rettichkuchen mit Ei. Rettichkuchen mit Ei. Ciao. Okay. Half? Ja. Naja, vielleicht. Das ist so geil. Ja, ich bin hier gerade im Bund vom Himmel. Was ist das hier, Seelusch? Petite Garnieren. Wir hatten gerade Diskussion, ob türkische Männer das essen würden. Aber türkische Männer, die aus der Türkei kommen. Nein. Never ever. Ich bin auch der Meinung, nein. Wir sind es ja von Anfang an gewohnt, dieses Essen zu essen. Seit Kind auf essen wir immer schon chinesisch oder japanisch oder was ist. Aber ich glaube, in der Türkei. Ich esse chinesisch. Wow. Was meint ihr? Sagt in den Kommentaren. Ganz genau. Was isst du jetzt? Ciao. Reisbällchen mit Erdnussbuttersoße, Creme. Das Creme. Ist so lecker. Davon lecker, zu viel, lecker. Dann kommt das alles höher. Weil es ist echt mächtig, aber sehr. Sie hat mal mit ihrem Mann, hat sie gerade erzählt, 4 Stück. Sie, 4 Stück er. Danach haben wir, glaube ich, nur noch gespuckt. Ja, es war alles mega, mega lecker. Ja, ich esse jetzt hier auch noch mal zu Ende. Kann ich nur empfehlen, schreibe ich euch in die Infobox den Laden. Oh, warte. Nee, echt jetzt? Hast du die? Ist es in deinem Fuß jetzt? Klar. Okay, Fulia hat sich eine Nadel in den Fuß gehauen und die sei wohl angeblich abgebrochen. Mama hat die abgebrochene Nadel gefunden, ja, und wir suchen jetzt das Ende. Und Fulia sagt, es ist wahrscheinlich in ihrem Fuß. Aber da ist nichts. Ich habe auch nichts sehen können. Da hat's gepiekst. Da ist nichts. Ich würde auch sagen, da ist nichts für dich. Oh, Mama, ey, Panik Mama, in person. Ich könnte doch da nicht aufgeben. Sorry. Was macht ihr? Was holt sie jetzt ihre Kosmetika-Lupe raus? Ich gucke hier nicht mit der Lupe. Das ist nicht zum Lachen. Da ist nichts. Anne, man hat ja wohl eine Einstiegsdecke am Fuß. Ich habe so Bischee auf die Rümmer. Da ist nichts. Ich sehe nur Dreck. Das ist von meiner dunklen Socke. Ich sehe nur Dreck. Da ist nichts zu machen. Mein Fuß hat eben gepiekt, sonst hätte ich doch nicht geschrien. Da hat das auch Knack gemacht. Ja, das ist doch Knack gemacht. Hab ich gehört. Bitte kommentieren Sie, wenn Sie es lustig finden, und wir freuen uns über ein Abo. Ah ja. Er wird unter wieder da in der Batte. Ja, da. Spätestens 2 Tage später. Wenn sich das entzündet, ja, dann haben wir das Standard. Das ist Nadel. Das wandert gar nicht. Mal. Guck. Mach mehr ein. So wie du geschrien hast? Ja, ich hatte auch gepiekst. Aber wo ist das andere Ende von der Nadel? Ja. Ganz ehrlich, wo ist das? Wenn du das hörst, warum sagst du denn nichts? Aber ich dachte, du wärst auf eine Nuss oder so getreten. Kann ja auch sein. Ja, es liegen auch Nüsse hier auf dem Boden überall rum. Ich schwör's euch, das liegt hier bestimmt 100 Pro. Ja. Du bist dann die nächste, Ebro. Du schläfst hier im Schlafzimmer. Ich sag es dir, dann trittest du darauf. Willst du das? Nee. Was macht der denn? Eich! Ui! Ui, gülmeyen çocuk. Gülmeyen çocuk seni. Oh, dein Kopf heben kannst du aber schon ganz gut, ne? Arztpraxis. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ohne Kinderwagen? Hier. Ist doch am so unten. Ach so. Praxis von. Guten Morgen. Hast du Hunger, Anitim? Guck, guck. Ich krieg jetzt eine kleine Blutabnahme. Ich bin das gewohnt. Ja, Blutabnahme, weil einfach mal die Schilddrüsenwerte mal kontrolliert werden sollten. Weil ich bin immer noch so ein bisschen dick nach der Schwangerschaft.
Ja, das wollte ich einfach mal abklären. Du stickst? Wir waren ja jetzt gerade beim Arzt und ich habe mir das Blut abnehmen lassen, habe die alles mitbekommen. Und jetzt ist mir, beziehungsweise Seda ist das aufgefallen. Sie so, Seda, pardon, Seda. Ich hasse das, da hat mir letztens eine geschrieben, ich hasse das, wenn ihr diesen Namen so verdeutscht. Ja, das stimmt total. Sie heißt Seda und ich heiße Ebro. So. Seda hat gesagt, boah, warum pulsiert denn seine vordere Fontanelle so? Und ich so, hä, was? Ich wusste gar nicht, was sie damit meint. Man, jetzt glaube ich gar nicht. Am Kopf, wenn diese Fontanelle, wenn diese Lücke da pulsiert. Das ist normal. Habe ich dir schon 10 Millionen Mal gesagt. Ja, mir ist es nur aufgefallen. Ja, mir ist das noch nie aufgefallen. Ja. Und ich habe ja. Das ist trotzdem normal. Ich habe ja letztens seine Haare geschnitten, heimlich. Ich saß letztens so zu meinem Mann, Schatz, ich wollte mal jetzt die haben das Haar ein bisschen schneiden, weil die, er sieht aus wie ein Opa, weil die meisten Haare schon alle ausgefallen sind. Dann habe ich sie so heimlich so ein bisschen geschnitten. Und jetzt sind die natürlich vorne kurz und an den Seiten so lang wie bei so einem Opa, ey. Jetzt sieht es noch schlimmer aus. Wie hieß der? Benjamin Button. Ja, und jetzt sind die Haare natürlich kurz und jetzt ist mir das natürlich aufgefallen mit diesem Pochen hier vorne. Ich so, oh mein Gott, was ist da los? Ich hätte total Panik. Da ist gar nichts los. Ja, I hope so. Hier geht einer mit seiner Russell ab. Macht der das die ganze Zeit? Ja. Ich dachte, du machst das. Nee, er hat auch eben gerade das erste Mal nach einem Gegenstand gegriffen, wie ihr das gesehen habt. Toll machst du das, Hamza, toll. Du, ich hab noch die ganzen Sachen im Auto vergessen. Unterm Kinderwagen. Ha, die muss ich jetzt nochmal eben holen. Ja. Ich zeige euch gleich mal, was ich eingekauft habe, kurz. Hallo? Hä? Warte mal. Hä, ist hier da doof oder so? Gibt's mir den falschen Autoschlüssel jetzt hier oder was? Oh, ich drehe am Rad. Oh, Seda, ey. Sie heißt Seda. Warum gibst du mir den falschen Autoschlüssel? Wieso, welchen Autoschlüssel hast du genommen? Oh, oh. Das ist mein Kinderwagen. Das kann dranbleiben. Das könnte ich... Das hole ich nachher nochmal raus. Jetzt zeige ich euch gleich mal, was in den Tüten drin ist. Oh wei, es hat gerade einmal knack gemacht. Es ist furchtbar. Guck mal. Ah, scheiße. Das sind meine echten Nägel, yes. Was mache ich denn jetzt? Okay. Ebro, Pampers, nerede? Pampers für wen? Çocuk için, ne? Nee, ich habe gerade gewechselt. Altın etmiş. Oh, yes! Yes, endlich! Warte, ich komme. Mist, Fehlerlampe. Ich war beim Russenladen. What is that? Das zeige ich euch in meinem nächsten Video. Was ist, weiß ich nicht. Ich war ganz kurz bei Rossmann und dort habe ich eine Babyfleece-Overall gekauft für Hamza. Ich glaube, das hält ganz gut warm. Rexona Maximum Protection ist mein Lieblingsdeo. Das war im Angebot für 2,99 €. Da habe ich gleich zugeschlagen. Einmal Hamzas Lieblings-Waschlotion, die vom Baby Dream. Die habe ich mir nämlich mal bei Codecheck angeguckt. Also es war alles grün bei Baby Dream. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Ihr habt mir übrigens die Windeln davon empfohlen, die fand ich jetzt nicht so geil. Also die wurden vorne so hart, da null Bewegungsfreiheit. Achso, hier noch eins, also 4 Stück. Bald geht es los bei Hamza mit Beikost. Ich warte nur noch auf diese Beikost-Reifezeichen. Und hier Baby-Fencheltee. Ich sehe das ja immer wieder bei Babys so, die fangen, es gibt Babys, die trinken Cola. Oder Chai mit Zucker und so, finde ich, geht gar nicht. Baby, was Eisenmangel hat, darf bestimmt kein Chai und so trinken. Ja, ist jetzt nichts für mich. Und dann habe ich mir noch ganz kurz diese Catrice HD Liquid Coverage gekauft. Da bin ich schon mal mega gespannt drauf. Werde ich euch nochmal berichten. Und ich habe Fotos ausgedruckt. Das ist immer so cool. Würde ich euch ja gerne zeigen. So süß. Seda! Sie heißt Seda. Ja, Dede und mein Engel. Seda! Seda! Seda, Jim! Smidu! Sag mal, hört die nicht? Oder will die nicht hören? Seda! Achso, hier habe ich ja noch. Entschuldigung.
Hier habe ich ja noch zwei, drei Sachen. Einmal Trockenshampoo für meine Haare, die mittlerweile nach einem Tag fetten. Ich habe sonst immer einmal die Woche meine Haare gewaschen. Jetzt nach einem Tag sind die fettig. Oh, oder ist das der Glanz meiner neuen Haare, beziehungsweise meiner frischen Haare, an die ich mich nicht gewöhnt habe? Keine Ahnung. Got to be Trockenwäsche. Dann habe ich von Fula dieses L'Oreal Perfect Match mattierendes Puder bekommen, weil ich habe momentan kein Puder, kein richtiges. Und die Perfect Match Concealer. Seda! Wurde von Hans ausgedruckt. Ja, guck mal, was ich für dich habe. Oh, das ist aber süß. Ja, danke schön. Bitte schön. Freust du dich? Hey, komm bis an den Kühlschrank. Ja. Ich habe zwar keinen Kühlschrank, wo das drauf hält, dran hält, aber... Ach, stimmt. Oh, Mist. Na gut, dann nicht. Was können wir bevorteilt, ne? Die, ich habe es zweimal ausgedrückt, einmal für mich. Okay, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich wieder über reichlich Kommentare freuen. Ihr seid ja mittlerweile mega aktiv. Ich freue mich wirklich. Wow. Und es macht wieder richtig Spaß. Und dann sehen wir uns, ich hoffe, am Samstag mit Fulia. Ich weiß nicht, ob Cela mit dabei sein wird. Und zwar möchte ich gerne deutsche Naschis testen. Ich war ja schon lange nicht mehr in Deutschland, beziehungsweise es sind so tolle Naschis rausgekommen. Deutsche Version, die ich in meinem Leben noch nie gegessen habe. Und das wollen wir uns am Samstag mal genauer angucken. Und unter anderem dieses hier. Da bin ich schon mal mega gespannt. Hast du schon mal gegessen? Marsha und der Bär? Nee, habe ich noch nicht gegessen. Lol, Marsha und der Bär? Ja, auf Russisch. Ich konnte es ja gar nicht lesen, was da drauf stand. Okay, wir werden sehen. Oh nein, hier ist es schon aufgeplatzt. Naja, bis Samstag dann. Tschüss. Bye bye.